Edelstahlbecher gibt es für mich nur eine Marke, und zwar Tatonka, und zwar diesen Händelmark. Und zwar in klein, mittel oder ganz groß. Wenn du wissen willst, was die können, warum ich die so gern mag und sowas und überhaupt, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossum vom Survival Shop Berlin. Schön, dass du dabei bist. Tatonka Händelmark, also der Henkelbecher. Ja, ich übersetze das jetzt mal so. Das ist ein Klassiker, Bushcraft, Outdoor, Survival sozusagen. Und das ist etwas, was man ganz einfach hat, aber ich mag ein paar Worte dazu verlieren. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es drei unterschiedliche Größen gibt. Und zwar den 350, das siehst du, also 350 Milliliter. Da innen drinnen, da ist immer so eine kleine Skala, da kannst du das ablesen. 350 Milliliter, dann das ist der 500 Milliliter und dann gibt es noch einen großen mit 750 Milliliter, also das ist der ganz, ganz große. Und diese Teile, die kennst du schon 100.000 Mal wahrscheinlich in anderen Videos gesehen. Der große Vorteil bei denen ist, dass auch die Nalgidenflasche reinpasst. Und ja, Edelstahl, das heißt Edelstahl extrem haltbar, super, super, wunderbar, halt ein bisschen schwer. Dafür robust, dafür kann sich nichts auslösen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Video über Aluminium gemacht und das ist bei manchen, habe ich weiß nicht, einen wunden Punkt getroffen oder so irgendwie. Also ja, ich gebe dir den Link da oben, schau dir das ganz einfach an. Habe sogar Drohungen für Anzeigen bekommen deswegen, also ganz lustig. Aber der Punkt dabei ist, so wie wir aktuell wissen, kann aus dem Edelstahl auch nicht irgendwelche giftigen Stoffe rausgekocht werden, wenn du das ins Lagerfeuer stellst. Also das ist der Stand der Dinge. So. Und warum zeige ich das jetzt überhaupt her? Wenn du nämlich kochen willst, ja, wenn du kochen willst und das Gewicht für dich keine Rolle spielt, dann ist zum Beispiel die Kombination mit den 750er, einer Nalgidenflasche und dem kleinen 350 Liter genau die richtige Variante. Das heißt, du hast hier drei Becher in drei unterschiedlichen Varianten. Das passt auch alles schön zusammen, wie du siehst. Ja, passt genau drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Tasche hernehme, das ist irgend so ein günstiges Amazon-Teil. Das habe ich mir irgendwann einmal gekauft und dann ist es irgendwo in der Lade liegen geblieben und ich habe das jetzt noch gar nicht getestet und habe es jetzt wieder gefunden, habe mir gedacht, das nehmen wir da jetzt gleich einmal zum Demonstrieren. Und da es mir gut gefällt, werde ich das jetzt auch ein bisschen testen und dann einmal eine Vorstellung dazu machen. Das ist im Endeffekt so ein günstig Nachbar von den Condor und wie es hier alle gibt und Maxpedition und so, Taschen, ja. Das heißt, du hast hier, da oben ist sogar noch ein bisschen Platz, ja, da oben ist sogar noch ein bisschen Platz, da, hier vorne eine andere Tasche, aber das ist egal, das kann man auch umhängen und somit hast du, ja, entweder am Rucksack über Molle oder umhängen über Gurt sozusagen, ja, dein gesamtes Kochset mit dabei. Du hast Wasser in einer Flasche und du hast zwei Becher. Gut, jetzt kann man sagen, vielleicht brauche ich ja diesen 750er Milliliter nicht. Der ist mir ganz einfach zu schwer. Na, ist auch okay. Ja? Ist auch okay. Dann nimmst halt nur den kleineren Halbliter. Und jetzt stellt sich dann auch wieder die andere Frage, geht das auch andersrum? Ja, natürlich geht das auch so. Du kannst den 750er hernehmen, nimmst den 500 Milliliter, auch der passt dann natürlich drauf. Da wird es jetzt dann, und das kommt jetzt da bei dieser Tasche hier und bei sehr vielen anderen Taschen auch so, da wird es schon ein bisschen knapper, aber das geht sich auch gerade noch aus. Schau her, auch so kannst du das machen. Bei der Condor-Tasche geht das auch sehr, sehr gut. Und bei dieser Billigsdorfer Tasche natürlich auch. Da ist jetzt auch noch ein bisschen Platz drinnen, aber du siehst, das ist schon deutlich weniger. Einfach wieder so eine kleine Idee, ganz einfach für dich. So, zu den Bechern grundsätzlich. Ich meine, was soll ich zu diesen Bechern sagen, außer dass sie genial sind? Ich habe die schon ganz oft im Feuer gehabt, aber auch am Gaskocher. Die kriegen halt dann mit der Zeit da so ein, ich habe das eh schon wieder abgeschrubbt mit so einem Drahtwaschel, sagt man in Österreich. Drahtwaschel? Wie heißt das bei dir in Deutschland? Mit einem Drahtwaschel ab. Ziff, wenn es wirklich ganz arg ist. Oder eben gleich draußen am Lagerfeuer mit Asche und mit diesem Drahtwaschel. Sag doch, das muss doch irgendeinen hochdeutschen Begriff auch dafür geben. Egal, wieder wegmachen. Manche machen das mit Alufolie, um diese Brandrückstände, die Rauchrückstände oder was auch immer das jetzt konkret ist, wegzubekommen. Weil das ist halt mit der Zeit ungustig und fängt dann natürlich auch ins Riechen an. Und wenn der ganze äußere Bereich des Bechers total schwarz ist, das ist auch irgendwie, wenn man dann raustrinkt, ein bisschen blöd. Gut,
Das war's. Aber sonst lange haltbar. Ich kann dir diesen Becher, wenn dir das Gewicht wurscht ist, 1000% empfehlen, so wie viele andere Bushcrafter auch tausendfach im Einsatz. Link zu mir in Shop natürlich, findest du auch. Oder auf Amazon, ganz wie du magst. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, welchen Becher du hast. Magst du den Händelmark? In welcher Größe hast du ihn? Hast du gewusst, dass es da unterschiedliche Größen überhaupt gibt? Erzähl ein bisschen was, schreib irgendwas, was du magst. Daumen nach oben oder nach unten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, Glocke drücken nicht vergessen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es war mir wieder eine Freude, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao. We'll be right back.